Willkommen bei Fox Toybox. Ich habe euch heute wieder was Interessantes mitgebracht. Und zwar vom 1990er Turtles Film die Figuren, die NECA 2018 rausgebracht hat. Schauen wir uns da mal an. Und zwar haben wir den Raphael hier. Sehr schöne Figur. Stück Pizza, seine beiden Zeichenschwerter, ich sehe eine Wechselhand, hier das typische Filmlogo, ja, und die Figur Raphael. Drehen wir es mal um, Firma Necker, ja, ein paar Produktbilder. Auf der Rückseite sehen wir aus dem Film alle vier Turtles. Und hier ein paar Fotos von der Actionfigur. Auf dieser Seite haben sie die Figur positioniert. Wenn man jetzt alle vier Turtles nebeneinander macht, hat man eine Dioramafläche. Ja, das ist eine schöne Idee. Dann würde ich mal sagen, packen wir Raphael aus und schauen mal, was er so kann. So, und hier haben wir ihn jetzt ausgepackt. Raphael von den Turtles. Ja, schauen wir uns die Figur mal genau an. Eine sehr schöne gestaltete Figur. Sehr viel Liebe zum Detail. Man sieht überall diese kleinen Warzen, die Schildkröten auch tatsächlich haben. Ja. Man sieht auch, dass hier viel mit Wash die Akzente gesetzt wurden. Auch ein sehr schönes Panzerdesign. Ja, da haben die keine Kosten und Mühen gespart, um die Figuren so aussehen zu lassen, wie sie in den Filmen zu sehen waren. Ja, sehr schön. Diese Figur hat ungefähr knapp 16 cm an Höhe. Und schauen wir mal, die Bewegungspunkte, diese hat. Den Kopf ist auf Balljoin, vorwärts und zurück, zur Seite, links und rechts. Die Arme nach außen, nach vorne, nach hinten. Er hat Ellbogengelenke. Doppel-Ellbogengelenke sind das. Ja, Handgelenke zum Drehen ein bisschen nach innen und außen. Er hat kein Hüftgelenk, dafür aber ein Oberkörpergelenk. Ja, Beine können nach außen ein bisschen vorwärts, ein bisschen zurück, aber das liegt halt am Design des Panzers. Wir haben Doppelgelenke in den Knien und können ein bisschen links und rechts bewegen. Füße sind sehr fest, vorne und zurück und zur Seite. So, kommen wir mal zu dem Zubehör. Als erstes hat er zwei Wechselhände. Auch sehr schön gemacht. Dann hat er eine weitere Schleife hinten für den Kopf, weil die kann man abmachen. Und kann diese dann dran machen.
Ja, wahrscheinlich eher soll es so gemacht werden. So würde es zumindest vom Design her passen. Aber ich bin mit der einen sehr zufrieden. Also lassen wir sie. Ja, was haben wir noch dabei? Wir haben seine beiden Zeitschwerter. Auch sehr schön modelliert. Mit den sieht man so richtig hier so die Lederstreifen, die man an den Griff gemacht hat. Auch sehr schön im Metallic Look. Und was haben wir noch? Ein Stück Pizza. Ja, was wären die Turtles ohne Pizza? Ja. Wie gesagt, Wechselhände. Einfach abnehmen. Einfach dran machen. Naja, aber wie gesagt, kann man damit halt viele Sachen machen. Und natürlich hier auch für seine Zeitschwerter. Wobei ich es persönlich schade finde, dass er die halt nicht wie im Film zwischen den Fingern so machen kann. Dass er halt quasi die beiden Finger hier dazwischen hat. Das kann er leider mit keiner von diesen Händen machen. Gut, und die Designer von der Figur haben auch direkt Platz gelassen am Gürtel für die beiden Schwerter, wo sie eingesteckt werden können. Ja. Ja. Und da haben wir ihn. Raphael von den Teenage Mutant Ninja Turtles Film von 1990. Ha, 2000. Ja. Nee, von 1990. Die Actionfigur von der Firma Necker, passend zum Film. Und dann kann ich nur sagen, abonniert den Kanal, liken, kommentieren, teilen, Glocke aktivieren, damit ihr auch keine weitere Folge verpasst. Und ich sag mal, wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Neues aus Fox Toybox.